Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von Pathfinder Kingmaker. Tja, wir werden uns jetzt, da wir eh warten müssen, bis in der Stadt was weitergeht, uns den nächsten Quiz widmen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier ist, wo die Trolle sind. Das könnte gefährlich werden. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Harim, er hat wieder seine Spells, also wir sind wieder voll gerüstet. Wir speichern mal sicher jetzt aber gleich. Und dann schauen wir uns das hier mal genauer an. Oh, ziemlich groß. Forschen wir mal alles abseits, bevor wir weitergehen. Wölfe. Bilderwolf. This is where I step in. Does it matter? Ja, es sind alle da. Hitze. Sprechen wir wieder, weil dieses Spiel kann so schnell gehen, man bekommt unbesiegbare Gegner. Zumindest für den Moment unbesiegbar. Die Gegend ist wunderschön. This requires your attention. I'm not afraid. Goblin. Ah, Kobolde, das könnte wirklich das sein. Okay. Wow, waste. Become as dust. Obwohl die Gesetzlosen vernichtet und okay. So schnell konnte ich gar nicht lesen. So, der Gnom lädt einige seiner Feinde, Freunde ein. Stumpfsinniger, langsamer, voller Gnom. Gnom. Stumpfsinnig. Am Flussufer sitzt ein violetter Kobold, der aussieht wie ein alter, bekannter Tatuccio. Ja? Kobolde wollen diesen Karren. Kobolde holen in sich. Obwohl die Pferdeschädel das Gesicht des Kobolds weitgehend verbirgt, siehst du seine grausamen Augen, die dich aus leeren Augenhöhlen anfunkeln. Befehl von mir selbst, den ruhmreichen König Tatu. Der Kobold schlägt sich mit seiner Faust an die Brust. Tartuk, König! Der Anführer der Gnomenexpedition reibt sich die Brauen und starrt den Kobold an. Dieser Bastard hat uns abgelenkt, während die anderen versuchen, unseren Karren zu stehlen. König Tatuk, der Gnom sieht dich an und zwickert. Was hältst du von einem kleinen Königsmord? Tatuccio, ich erkenne dich. Was ist das für eine neue Verkleidung? Warum bist du noch nicht tot? Wie kannst du es wagen, so mit dem König zu sprechen? Kobold zum Angriff. Zardal, hier das. To the dust you will go. So. Du nimmst trotzdem jetzt das schnell auf. Okay, sie kann jetzt nicht. Ja.
Schulter! Bis bald, das ist noch nicht vorbei. So, bevor wir dir helfen, will ich jetzt schnell das dann nehmen. Bitte, der Armschütte des Ritters. What the fuck? Na bitte. Während die Gnome gegen die Kobolde kämpften und die Drachenaffen schnauzen ihre ungebetenen Gäste wildfluchend mit ihren Fäusten bearbeiten, dachte niemand mehr an den Khan. Der unfreiwillige Grund für den Kampf wurde von den verängstigten Ponys fortgezogen, ehe er von der Furt abkam und bis auf Höhe der Kutschbox im Fluss versank. Da der Skunkfluss hier in den Hauerwasser mündet, war die Strömung an dieser Stelle besonders tückisch, kalt, störrisch und turbulent. Nachdem der Skunkfluss den Kahn der Gnome in seine Gewalt gebracht hat, wollte er ihn in seine Tiefen ziehen, wurde dabei aber gestört. Den überlebenden Gnomen gelang es unter der Anleitung ihres Anführers, einen extrem lauten und mürrischen Zeitgenossen, dem eine gewisse Führungsstärke jedoch nicht abzusprechen war, den Kahn festzuhalten, ehe er vom Fluss fortgespült werden konnte. Mit vor den anstrengenden roten Gesichtern versuchten sie verzweifelt, den Kahn vor dem Versinken zu bewahren. In diesem Augenblick fiel ein Paket ins Wasser. Mit einem lauten Platschen versank es in den Fluten und tauchte 10 Meter flugs abwärts wieder auf. Nein, der Anführer! Charakter auf, wenn einer von uns versucht, in den Kahn zu springen und die Bonus anzuschauen, immer noch mit Wasser standen, fingen wir an, den Kahn aus dem Fluss zu ziehen. Wir fließen fürs Erste von dem Kahn ab, aber in der Hoffnung, nee. Jawohl, Amiri klettert behende auf das Dach des Kahns und kroch vorsichtig zu den Ponys, die am Ufer des Flusses festgebunden waren. Die Ponys schienen erleichtert zu sein, als sie spürten, dass ihr Zügel wieder in der starken Hand lagen. Sie beruhigten sich sofort und ließen sich losmachen. Wenig später standen sie wieder an der Furt und waren bereit, den Kahn aus dem Fluss zu ziehen. Super! Während die Gnome gegen die Kobolde kämpften und die Drachen... okay. Zusammenfüßig, was... okay. Wenn ihr bereit seid, können wir anfangen, aber seid vorsichtig. Stellt euch vor, der Kahn wäre voller Gold, Bier oder anderen Dingen, die ihr nun ungern verlieren würdet. Runzelt die Stirn, es wältet unsere Würde ansprüche nicht unsere Halbgier, Herr Gnome. Der Gnome rollt mit den Augen, mein Gott, wie auch immer, zieht einfach den Kahn raus. Der Kahn knirscht und ächzte, als würde er weinen. Seine Bretter stemmten sich gegen die reißenden Fluten und die Versuche, ihn an Land zu ziehen. Unglücklicherweise waren beide Seiten gleich stark. Es musste etwas geschehen, sonst wäre der arme Kahn in Stücke gerissen worden. Da ein großer steiner Flussbutt den Kahn blockierte, versuchte der Baron ihn zu finden und aus dem Weg zu schaffen. Na je. Nachdem sich der Kahn unsere Bemühungen eine Weile wieder so gab, er schließlich nach. Mit einem lauten Gurgen setzte er sich Bewegung, gerade als der Anführer der Gnome-Expedition einen Freudenschrei anstoßen wollte. Aber diese listige Schlange von einem Fluss beschloss, wenn sie die Trophäe nicht haben kann, dann soll sie niemand bekommen. Schauend auf die Furt zu rollen, neigte sich der Kahn und kippte dann langsam, fast wie von Sauer zur Seite. Den Gnome blieb eine Freudenschrei daraufhin im Halse stecken. Sohn eines Trolls, der fassungslose Gnome sah seinen Kisten, Paketen und Taschen nach, die langsam davon trieben. Dann wanderte sein Blick zu uns. Na dann, danke euch, Reisen, für euch ach so wertvolle Hilfe. Ach Gott, ja, sorry. Julius, der Gnome von dir trägt schmutzige, zerlumpte Kleidung. Sie war vermutlich einst kostspielig und elegant, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Seine schwarzen Haare sind verfilzt und ein frischer, tiefer Kratzer verläuft quer über seine Wange.
trotz seines schemeligen Aussehens strahlte Gnome eine innere Würde und sogar eine gewisse Überheblichkeit aus. Jubilos Nartropel, a humble servant to no one. Oh, too bad your grace proved to not be capable enough to save my cart. Well, one shouldn't expect a fast reaction from a baron himself. After all, it's common knowledge that titled persons usually hire a bunch of advisors to do all the thinking for them. So, they must have some other bunch to jump in the rivers and save carts. Jubilos, Nartropel, demütiger Diener von niemanden, stellt er sich vor und zuckt zusammen, als er seine zerkratzte Wange berührt. Wie bedauerlich, dass eure Gnade nicht fähig war, meinen Kahn zu retten. Aber gut, man sollte von dem Baron persönlich auch keine schnelle Reaktion erwarten, Oeda. Es ist schließlich allgemein bekannt, dass Adelige üblicherweise ganze Scharen von Ratgebern anheuern, die ihnen das Denken abnehmen. Sie müssen also auch Scharen anderer Leute haben, die für sie im Flüsse springen und Karren retten. By the way, it's a shame no one organized a greeting party when such a famous and popular person as myself arrived to your capital. I wasn't expecting a red carpet covered with rose petals, but you could at least have sent ahead some delegation. Es ist übrigens so schade, dass niemand ein Begrüßungskomitee organisiert hat, um derart berühmte Person wie auf mich den Weg ins eure Heimatstadt zu empfangen. Hat ja nicht mit einem roten Teppich voller Rosenblätter gerechnet, aber ihr hättet doch zumindest eine Art Delegation entsenden können. Oh Mann, der gibt mir jetzt schon Arsch. Wenigstens sind noch einige meiner Bediensteten am Leben. Wisst ihr, wie viel es kostet, einen vernünftigen Diener auszubilden? Sounds like your servants are nothing but tools to you. Truly, with masters like that, being a servant is not much of an improvement over being a slave. Offenbar sind eure Diener nur Werkzeuge für euch. Mit solchen Herren ist das Dasein als Diener kaum besser als das eines Sklaven. What's this then? Huh. Run along, little girl, the grown-ups are talking. Also was ist das? Der Gnome taxiert Dr. David durch seine brillante Augen schnauft. Verzieh dich, Mädchen, hier reden Erwachsene. So. You're not only arrogant, but a boorish swine as well. Why am I not surprised at all? Ihr seid also nicht nur arrogant, sondern auch ein rüpelhaftes Schwein. Warum überrascht mich das nicht? Jubilos räuspert sich und beachtet den tobenden Magier nicht mehr. Also, while I'm on that, I'd like to make an official announcement. The roads in your barony are in terrible condition. People must search for wading fords to cross the rivers, because no one had bothered themselves with building bridges, and honest travelers have to take the risk of being attacked by kobolds at any moment. Und wenn ich schon dabei bin, würde ich eine gerne offiziell festhalten. Die Straßen in eurer Baronie sind in erbärmlichen Zustand. Die Leute müssen nach Furten suchen, um einen Fluss zu überqueren, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, Brücken zu bauen. Außerdem laufen jährliche Reisende jederzeit Gefahr, von Kobolden angegriffen zu werden. So, how did you say your barony was called? Oh, whatever, never mind. When I draw the map of these lands, I will call them the end of all roads. Dirt beyond. I guess it's a fitting name. Aber warum muss ich mir das anhören? Also, wie heißt eure Baronie nochmal? Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Wenn ich meine Karte dieses Landes erstelle, werde ich sie einfach Ende aller Straßen, Beginn der Trampelpfade nennen. Ich denke, das ist ein passender Name. Den Gnome hat es endlich die Sprache verschlagen. Er sieht dich nur mit einem durchtriebenen Blick an und öffnet immer wieder den Mund. Als wollte er noch etwas sagen, wüsste aber noch nicht was. You think too highly of yourself, Sir Gnome. Behave with some dignity while you're on these lands. Ihr nehmt euch zu viel heraus, Herr Gnome. Zeigt ein wenig Respekt, solange ihr euch in diesem Land befindet. Oh, I see. The very spirit of knighthood embodied. So, what do you propose me to do, Sir Knight? Should I lie? Oh, verstehe. Ich sehe mich mit der Verkörperung der Ritterlichkeit gegenüber. Jubellos mustert Valerie von Kopf bis Fuß. Was also soll ich eurer Meinung nach tun, o tapfere und standhafte Ritterin? Soll ich vielleicht lügen? By no means. But you shall not be so blunt. Bid you to express your opinion in a more courteous form. Valerie errötet, versucht aber weiterhin zu argumentieren. Natürlich nicht, dennoch solltet ihr nicht so schroff sein. Ich bitte euch, eure Ansichten in einer etwas höflicheren Form zum Ausdruck zu bringen. Your problem, Sir Knight, is that you worry too much about form and appearance. Unsurprisingly so, considering your pretty face. As for me, I worry solely about the content. Euer Problem, werte Ritter, ist, dass ihr euch zu viele Gedanken über Form und Äußerlichkeiten macht, was angesichts eures hübschen Gesichts nicht überrascht. Mir hingegen geht es ausschließlich um Inhalte. Valerie errötet noch mehr und wendet sich ab. Es scheint, als hätte der Gnome einen Unpunkt getroffen.
Woher wisst ihr, dass ich ein Baron bin? I've already told you, I visited your capital some time ago. Aren't you listening to me? And I'm used to being greeted by officials when I arrive to settlements of at least some importance. The glory of myself and my exploits usually precedes me. And officials usually prefer to be on good terms with me. Ich sagte bereits, dass ich eure Hauptstadt vor einiger Zeit besucht habe. Habt ihr mir denn nicht zugehört? Julius verwundert wirkt ein bisschen übertrieben. Und ich bin es gewohnt, von offiziellen Vertretern begrüßt zu werden. Wann immer ich in einer zumindest ansatzweise bedeutenden Ansiedlung eintreffe. Normalerweise eilt mir mein Ruf voraus und die meisten Macher aber ziehen es vor, sich mit mir gutzustellen. Julius lächelt verschlagen. Ich wusste nichts von eurem Besuch. Yes, you're right. I should have remembered that your lands are in the middle of nowhere and you don't get updates on important things in time. Ja, ihr habt recht. Ich hätte bedanken müssen, dass euer Land mitten im Nirgendwo liegt und euch wichtige Neuigkeiten überhaupt erst mit einiger Verspätung erreichen. Ihr sagt, ihr werdet berühmt, aber ich kenne euch nicht. Wofür seid ihr berühmt? That was either a stupid and offensive joke or a case of total ignorance. The latter, I hope. I'm famous as a traveler, a cartographer. Alter, am liebsten würde ich den töten auf der Stelle. The students of all the major universities in the world using my maps. My articles for different journals are well known everywhere, from Andorran to Brevoy. You've definitely read some issues of National Alchemy, haven't you? Das ist entweder ein dummer, beleidigender Scherz oder im Fall gänzlicher Ahnungslosigkeit. Ich hoffe, es ist letzteres. Jubilus schürzt die Lippen. Ich bin ein berühmter Reisender, Kartograf, Alchemist und Publizist, Student an allen bedeutenden Universitäten, nutze meine Karten, um die Welt kennenzulernen. Meine Artikel für diverse Zeitschriften sind überall bekannt, von Andorran bis nach Brevoy. Ihr habt doch bestimmt schon einige Ausgaben von staatlicher Alchemie gelesen, nicht wahr? Culinary Almanac of the Inner Sea? Kulinarischer Almanac der Inneren See? Oh, ich rede nicht mehr mit ihm. Der nervt ja nur. Oder das Skandalöseste, die Unabhängigkeit, in der Vor- und Nachteile der Regierungen und Regime verschiedener Staaten aufgeführt sind. Didn't read any of these? Oh, well, don't answer that. I don't want to spoil my impression of your barony. It's spoiled enough already. It would be hard for me to write at least something positive otherwise. Habt ihr nichts davon gelesen? Nein, antwortet nicht. Ich möchte keinen noch schlechteren Eindruck von eurer Baronie bekommen, als ich es ohnehin schon habe. Ansonsten würde es mir wirklich schwerfallen, überhaupt etwas Positives über sie zu schreiben. Wait, the Jubilos Northrappel? Author of the 14½ eulogies to Pittax? Oh my, every student in the Academy of Grand Arts devoured your books, especially after King Erebetti banned them, tried you in absentia and sentenced you to death. Moment mal. Der Jubilus Natropel, Verfasser der 14½ Elegien an Pittax, du meine Güte, sämtliche Studenten an der Akademie haben eure Bücher verschlungen, vor allem nachdem König Irovetis verboten und euch in Abwesenheit zum Tode verurteilt hat. I see at least someone in this shabby barony has at least a rudimentary education, even if they got them in such a dubious establishment as the Pittax Academy of Grand Arts. Wie ich sehe, gibt es in der schäbigen Baronie ja doch jemanden, der zumindest ein Mindestmaß an Bildung besitzt. Selbst wenn sie in einer derart fragwürdigen Einrichtung wie der Pittax Akademie der großen Künste erworben wurde. I was expelled for irreverence. Ich wurde wegen Respektlosigkeit rausgeworfen. Is this so? Well, if it is true, then you just might not be beyond hope. Tatsächlich, nun, wenn das so ist, besteht für euch ja vielleicht doch noch Hoffnung. Und was macht eine derart berühmte Persönlichkeit so weit von jeglicher Zivilisation entfernt? I pursued two objectives. The first is to write an article on this new barony of yours for the independence. The second is to draw a detailed map of the stolen lands. Before this barony appeared, it had been too dangerous to come here. But now an opportunity has appeared. Thanks to you, I must add. So, as you can see, the freedom of speech sometimes grants positive comments too. Ich verfolge zwei Ziele. Einerseits möchte ich für die Unabhängigkeit einen Artikel über eure neue Baronie schreiben, andererseits eine detaillierte Karte der Raubleiern erstellen. Bevor diese Baronie entstand, war es zu gefährlich, hierher zu reisen. Aber jetzt bietet sich mir die Gelegenheit dazu. Dank euch, wie ich hinzufügen möchte. Wie ihr seht, bringt die Meinungsfreiheit manchmal auch positive Kommentare hervor. Anyway, I'm almost done with this journey. My article is practically ready, so is the map. All that's left to do now is to find an old dwarven outpost established here several centuries ago.
Wie auch immer, ich bin schon beinahe am Ende dieser Reise angelangt. Mein Artikel ist so gut wie fertig. Genau wie die Karte. Jetzt muss ich nur noch einen alten Zwergenverposten finden, der hier vor Jahrhunderten errichtet wurde. Was hat das mit diesen Zwergenverposten, nachdem ihr sucht, auf sich? Your ignorance is stunning. You create a barony and still you know nothing about the lands you own. I'll have to enlighten you on the subject. Eure Unwissenheit ist verblüffend. Ihr schafft eine Baronie und wisst dennoch nichts über euer Land. Jubelos schützt die Lippen. Ich werde euch in Ulla aufklären müssen. Ja, klär auf und halt die Fresse. You see, long ago there was a dwarven trade route crossing these lands. It connected Five Kings Mountains and the North. The route was so important to the dwarves that they were generous enough to set a number of outposts along it, manned with armed guardians to provide protection for the traders. Wisst ihr, vor langer Zeit führte eine Handelsroute der Zwerge durch dieses Land. Sie verband das Fünfkönigsgebirge mit dem Norden. Diese Route war für die Zwerge derart wichtig, dass sie an ihre mehrere mit bewaffneten bemannten Vorposten entrichte, um die Kaufleute zu schützen. One of these outposts must be somewhere nearby, lost and completely forsaken. But nothing can avoid the watchful eye of the great cartographer Jubelos Nartruple. I will find this outpost and I will mark its location on the map. You can trust me on that. Einer dieser Vorposten muss hier irgendwo ganz in der Nähe sein, vergessen und vollständig verlassen. Doch nichts entgeht den wachsamen Augen der großen Kartografen Jubelos Nartruple. Jubelos streckt die Brust heraus. Ich werde diesen Vorposten finden und seinen Standort auf der Karte vermerken, das könnt ihr mir glauben. Sagt mir, ist diese alte Zwergenvorposten verlassen? Könnte er jetzt beispielsweise von Trollen als Versteck genutzt werden? Why not? Dwarves like being underground, Trolls like being underground too. It's quite possible, after Dwarves left, their warm and cozy place fell into the hands of less attractive creatures. Gut möglich, Jubelos zuckt mit den Schultern. Zwerge halten sich gerne unter der Erde auf, Trolle ebenfalls. Es ist also durchaus denkbar, dass sich weniger ansehende Kreaturen dort bereit gemacht haben, nachdem die Zwerge ihr warmes, kuscheliges Plätzchen verlassen hat. Ich suche nach der versteckten Trolle. Vielleicht haben wir ja dasselbe Ziel. Wir sollten uns zusammentun und uns gemeinsam auf die Suche machen. You seem to be a capable companion. But I'll pass for now. I still have to count my losses after the river took my cart and all my stuff. Jubelos musste dich vom Kopf bis Fuß. Ihr seht nach einer fähigen Begleitung aus, aber ich muss vorerst ablehnen. Ich muss noch meine Verluste zählen, nachdem mich der Fluss meines Karrens und all meine Besitztümer beraubt hat. Was ist hier geschehen? Wie ist euer Karren im Fluss gelandet? My party and I set up camp at the bank of this river. We just finished kindling the fire when that purple bastard appeared. Meine Gruppe und ich haben am Ufer dieses Flusses ein Lager aufgeschlagen. Wir hatten gerade das Feuer entfacht, als dieser violette Bastard aufgetaucht ist. You know what he told me? He introduced himself as the King of the Kobolds and told me he needed our clothes. Because he wanted to dress his subjects properly, you see, as long as they've established the kingdom of their own. That's literally what he said. I wonder, where did he learn the words? Obviously, I told him to buzz off. Some kobold wants to strut around wearing the clothes of the great cartographer Jubelos Nartruple. No way. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er stellte sich als König der Kobolde vor und verlangte unsere Kleidung, weil er seinen Untertanen nämlich angemessen kleiden wolle. Nun, da sie ihr eigenes Königreich besießen. Jubelos Gesicht wird rot vor Zorn. Genau das waren seine Worte. Ich frage mich, wo er sie gelernt hat. Selbstverständlich sagte ich ihm, er solle verschwinden. Irgendein Kobold soll in die Kleidung des großen Kartografen Jubelos Nartruple herumstolzieren? Niemals. So, I've been explaining my position to him, being rather eloquent too, suggesting he and his so-called kingdom might as well fall into the deepest sinkhole. And in the meantime, I've noticed that kobolds have already started to untie my cart. Well, I called my men to keep the cart safe. They couldn't guess what to do on their own, just stood there with their mouths ajar. Then things heated up as the fighting started, and while we were fighting, the ponies dragged the cart to the river. Ah, stupid animals. Ich habe ihn also in all meiner Eloquenz über meine Stellung aufgeklärt und darauf hingewiesen, dass er an sein sogenanntes Königreich von mir aus in einem endlosen Krater versinken können, bis ich bemerkte, dass sich die Kobolde bereits an meinen Karren zu schaffen machten. Ich befahl meinen Männern, den Karren zu schützen, worauf sie natürlich nicht selbst kommen konnten.
weil sie zu sehr mit Gaffen beschäftigt waren. Dann begann der Kampf und während wir abgelegt waren, zogen die Ponys den Kahn in den Fluss, dämliche Tiere. Gut. I would be grateful. I'll stay here for a while. Ja. Ja, wir hatten uns jetzt voll gequatscht, aber zumindest könnten hier die Zwergenruinen und das die Kobolde sind also wirklich zwei Dinge mit einer Klappe. No stopping now. We will prevail. You deserved it. Nicht schlecht. My search was not in vain. Sehr schön. Any last wishes? Repent. Magischer Ring. Schutzring plus eins. Dann kriegst du... fast einen Tag ausschlagen. And then our leader charged forwards. Hey, wait for me! Boah, die Fitz weh. Alright, I need your ideas. Who is that storyteller who's living in the capital? How could an elf look so old? It shouldn't be possible. He's a storyteller, is he not? He has many stories to tell. This may be one of them. Meanwhile, I'd say he's just a common half-elf. Plain and simple. Consider me provoked.
This is where I step in. Puff, dann kann man nie wirklich nicht schlafen. Ready and willing. Sind Truppen vielleicht die Trolle? Aufpassen. Ja. We can do Troll. It. Strike with all your might! Hey! Onwards! Serves you right! Da kommen mehr Trolle. Stay behind me! I can't keep this up much longer. We will prevail. We won't falter. Hier steht ein betagter Halbelf. Sein von der Sonne gebleichtes Haar weist ihn als erfahrenen Reisenden aus und sein selbstsicherer Umgang mit dem Bogen als versierten Krieger. Sein Kahn ist mit unterschiedlichsten Gegenständen beladen, er scheint also auch ein Händler zu sein. Diese verfluchten Trolle, allein ihr Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Der Halbelf wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ich war so gut wie erledigt. Seit wann fürchten sich Trolle nicht mehr von Feuer? Zum Glück befand sich unter meinen Waren auch einige Flaschen mit Säure. Danke für die rechtzeitige Rettung meiner Freunde. Trotz seines selbstsicheren Blicks zittert seine Stimme leicht. Nur ein paar Blicke später und ich wäre errutzelt die Stirn. Wer auch immer über dieses Land herrscht, schert sich nur wenig über seine Sicherheit. Einstmal sichere Handelsstraße werden den Trollen überlassen. Und weit und breit ist nicht eine Wache zu sehen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Dalton aus Myon, Händler von Beruf. Und wer seid ihr? Ich bin der Baron dieser Gefilde, ihr habt recht. Ich werde tun, was ich kann, um die Straßen sicherer zu machen. Oh, bitte verzeiht eure Gnaden. Dalton verbeugt sich, aber diese Rolle, sie stellen für jedermann eine Bedrohung dar. Sie haben mehrere Dörfer angegriffen, etliche Brücken zerstört und verschrecken Handelskarawanen. Sie sind weiter schlimmer als Banditen.
Falls Eure Gnaden das Problem lösen möchte, ich kenne einen Magier, der hier ganz in der Nähe lebt. Ich besuche ihn von Zeit zu Zeit, um ihm Reagenzien für den Zauber zu verkaufen. Er ist ein Experte für Trolle und könnte vielleicht wissen, warum sie neuerdings so dreist und feuerfest sind. Ihr seid ganz offensichtlich ein erfahrener Händler. Würdet ihr es in Betracht ziehen, eurem Gewerbe ausschließlich in meiner Baronie nachzugehen? Ich? Versteht mich nicht falsch, Eure Gnaden, aber ich habe Familie in Brevoy. Also führt mich mein Weg stets dorthin, ganz egal, wie gefährlich die Reise auch ist. Diplomatie. Auf der Straße ist es nicht sicher. Ich schlage vor, er reist nicht weiter als bis zur Hauptstadt und wartet ab, bis Staaten von Straßen vernünftig geschützt werden können. Es gibt genügend andere Möglichkeiten, Handel zu treiben. Juhu! Wenn die Dinge so schlecht stehen, nun, dann sollte ich mein Gewerbe vielleicht eine Zeit lang hier ausüben. In Ordnung. Erzählt mir mehr über den Magier. Er heißt Bartholomäus und ist für einen Menschen gar nicht mal so übel. Immer höflichst und respektvoll, aber irgendetwas an ihm ist merkwürdig. Er lebt allein im Wald und hat sein Haus mit Fallen umgeben, durch die nur ein einziger sicherer Weg führt. Er fürchtet weder Banditen noch Trolle. Und wenn er einen ansieht, hat man das Gefühl, man würde von ihm studiert, als würde er überlegen, einen aufzuschneiden und nachzusehen, wie man von innen aussieht. Läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Gibt es auf der Straße noch weitere Gefahren? Trolls sind euch wohl nicht genug, hm? Dalton lacht und runzelt den Stirn. Tatsächlich habe ich ein beunruhigendes Gerücht gehört. Es heißt, ein Hodak hätte sich in einer Höhle südlich von hier niedergelassen. Ob es nun wahr ist oder nicht, viele Händler wollen kein Risiko eingehen und weichen stattdessen auf den Waldrouten aus. Ich markiere die Höhle auf eurer Karte. Cool. Ich habe noch nie gegen einen Hodak gekämpft, bis jetzt, Miri. Ihr seid also das Miwon. Was denkt ihr über diese neue Baronie? Miwon wurde vor langer Zeit von den Schwertfürsten gegründet, die sich weigerten, das Knie vor dem neuen Herrscher zu beugen und Brevoy verschließen. Obwohl wir also keine Brevaner mehr sind, hat unser Volk viel mit den Leuten hier gemeint. Denn soweit ich weiß, wurde diese Baronie von Leuten aus Restorf gegründet, die wir als eine Art entferntesten Vetter betrachten. Sollten lächeln. Ich schätze Vettern natürlich keine Familie, die man lieber vergessen würde. Okay, viel Glück und sichere Reise. Einen Moment, ich hatte noch keine Gelegenheit, euch für eure Hilfe zu belohnen. Glück ist schließlich am beständigsten, wenn man es teilt. Sichere Reisen. Leichte Wunden und gut. Nett. Stütze versperrter Baum. Und wo habe ich eigentlich sie ausgehört? Und wo ist Lindsay schon wieder? Ich versperrte den Wagen im Weg. Okay, und ich kann anscheinend nicht. Stehen wir gleich im Lager auf. Lindsay, why don't you write a story about us all, huh? Like, they lived happily ever after and died together on the same day. On the battlefield, among numerous corpses of their enemies. I'm sorry, Octavia, but I can't imagine anyone of our team old sitting by a fire and surrounded by great-grandchildren. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir das wieder, weil wir haben bereits wieder 40 Minuten erreicht. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt...
Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin's, euer Knubson. Wie immer, bye bye.